Hallo zusammen, in diesem Video schauen wir uns an, was passiert, wenn du jeden Monat 5 Kilogramm abnehmen möchtest oder mit anderen Worten, wenn du sehr schnell abnimmst. Was passiert da in dir eigentlich? Was passiert mit deinem Stoffwechsel und wie stehen deine langfristigen Chancen, dieses Gewicht später überhaupt halten zu können? Ja? Angenommen, du möchtest jetzt mehrere Monate lang 5 Kilogramm pro Monat abnehmen. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du wiegst unter 100 Kilogramm. Ja, solltest du über 100 Kilogramm wiegen, dann hast du natürlich etwas mehr Spielraum, was eine sinnvolle Gewichtsabnahme betrifft. Wenn wir Gewicht verlieren, müssen wir uns immer vor Augen halten, was verlieren wir da eigentlich? Ja, da müssen wir auch mal ganz klar unterscheiden hier einerseits ja, zwischen Fett und anderen Substanzen. Was du verlieren möchtest, das ist Fett. Ja, das ist reines Fett. Zwangsläufig wirst du aber auch etwas Wasser verlieren. Und wenn du in der Größenordnung hier oben abnimmst, ja, 5 Kilogramm, dann wirst du sehr viel Wasser verlieren. Und vor allem, ja, du wirst auch wertvolle Muskulatur verlieren. Ja, das lässt sich alles gar nicht vermeiden. Und ich kann dir sagen, was du definitiv nicht verlieren möchtest, das ist eben genau hier diese wertvolle Muskulatur. Denn Muskulatur ist sehr stoffwechselaktives Gewebe und diese Muskulatur macht es dir später erheblich leichter, dein neues Gewicht auch langfristig zu halten. Wenn du also abnimmst durch einen Abbau von Muskulatur, dann holst du dir da langfristig wirklich deutliche Stoffwechselnachteile rein. Also wenn wir hier mal beispielsweise kurz einen Zeitverlauf haben, sagen wir hier unten, das ist jetzt mal die Zeit, und nach oben hin geht die Stoffwechselpower, dann muss man schon deutlich sagen, dann wird dein Stoffwechsel von der Power her im Verlauf einfach sinken. Ja, und das ist schon klar ein großer Nachteil für dich. Ne? Und dann brauchst du dich später eben auch nicht wundern, wenn du das Gefühl hast, Mensch, irgendwie ist mein Stoffwechsel im Keller. Ja? Ich meine, es ist ja auch offensichtlich, wenn wir 5 Kilos oder manchmal sogar noch mehr in einem Monat verlieren, ja, wie das bei vielen Diäten propagiert wird, dann ist ja klar, das kann nur ein relativ kleiner Teil an Fett sein. Ja, da bleibt dann am Ende nur fettfreie Substanz übrig, die wir verlieren. Und das ist eben dann ja, zu einem Großteil Wasser und proteinreiche Substanzen wie eben Muskulatur. So, wenn wir schnell abnehmen, zum Beispiel 5 Kilos pro Monat, dann ist das für den Körper ein sehr hoher Stresslevel. Das müssen wir immer auch wissen. Und denn der Körper ist dann zwangsläufig unterversorgt mit allem Möglichen. Ja, also können wir schon mal deutlich sagen, beispielsweise mit Energie, aber eben auch wichtig hier mit Mikronährstoffen. Für den Körper ist so eine schnelle Abnahme immer auch eine Art Existenzbedrohung. Ja, da ist unser Körper sehr, sehr empfindlich. Aber bleiben wir mal auf hormoneller Ebene. Wenn der Stress steigt, dann steigt auch immer erstmal unser Cortisolspiegel. Das sehen wir hier. Und das ist nämlich unser Stresshormon. Na, das ist absolut klar. Und jetzt gibt es aber eine wichtige Wechselwirkung und die ist beim Abnehmen extrem relevant. Denn nach einem Cortisolanstieg kommt es auch immer im nächsten Schritt zu einem Insulinanstieg. Ja, und das ist ein großer Nachteil und im Prinzip auch das eigentliche Problem. Denn zu viel Insulin hat wiederum diese Nebenwirkung auf unseren Stoffwechsel, dass eben die Fettverbrennung sehr, sehr eingeschränkt nur noch läuft. Na, also da müssen wir uns auch immer mal vor Augen halten, was passiert eigentlich hier auf hormoneller Ebene. Ja, und wenn du 5 Kilogramm oder noch mehr pro Monat abnehmen willst, dann geht das nur über starken Verzicht. Ja, wir haben gesehen, es kommt auch immer zu einem Mangel an Nährstoffen. Ich denke da gerade an unsere B-Vitamine. Ja, also insbesondere Vitamin B1 hier ist unser Nervenvitamin. Na, also überleg mal selbst, wie du dich bei einer Diät fühlst. Wahrscheinlich geht es so in die Richtung, fühlst dich gereizt, na, oder vielleicht auch, du merkst so, hast einfach hier wenig Energie, fühlst dich auch lustlos. Na, also das ist auch alles ganz logisch. Also hier der Bereich, der kommt natürlich daher, weil wir auch relativ unterversorgt sind mit Kohlenhydraten oder mit Energie, na, bei vielen Abnehmkonzepten. Das sind auch übrigens noch eine ganze Menge andere Nährstoffe, die eine wichtige Rolle spielen. Beispiel Magnesium oder Eisen. Ja, und diese Nährstoffe,
die sind auch alle elementar wichtig für einen guten Stoffwechsel, damit der optimal arbeiten kann. Beispiel: Vitamin B1 greift auch sehr stark in den Kohlenhydratestoffwechsel ein. Ja, also auch hier geht es eigentlich schon los. Und wenn du so extrem abnimmst, dann versetzt das deinen Körper auch immer in Alarmbereitschaft. Dein Körper denkt sich dann: Mensch, komisch, jetzt gibt es scheinbar nicht mehr viel Essen, dann werde ich mal besser meine Reserven schonen und den Stoffwechsel dann hier runterfahren. Na, und das ist dann einfach so das Ergebnis. Du merkst es dann daran, dass du ja immer weniger isst eigentlich, aber trotzdem nicht abnimmst oder extrem kämpfen musst, ja, um alle 100 Gramm überhaupt mal runterzukommen. Also dein Körper hält dann wirklich mit aller Macht daran fest, was er gerade hat. So, und jetzt kommen wir noch zum Übergang. Also fast immer geht es eigentlich nur darum, wie du ein bestimmtes Gewicht erreichst. Selten, aber sehr selten spricht jemand darüber, wie du bzw. was du in der Haltephase in der Zeit danach beachten musst. Ja, also wir legen beispielsweise heute los mit einem Gewicht, möchten hier schön abnehmen und erreichen dann irgendwann unser Wunschgewicht. Okay, schön, dann haben wir hier mal den Zeitraum erreicht, ne, wo wir das Gewicht auch erreicht haben. Aber ganz entscheidend ist ja, wie geht es eigentlich danach weiter? Ne? Das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und was nützt es dir, wenn du beispielsweise schön abnimmst, aber dein Gewicht hier in der Phase später, ja, wenn du das einfach nicht halten kannst und dich am Ende jedes Jahr neu motivieren musst, die Kilos wieder loszuwerden? Macht das wirklich Sinn? Schauen wir uns mal Stefanie an, eine Teilnehmerin aus unserem Coaching-Programm. Stefanie hat im ersten Schritt erstmal 16 Kilogramm abgenommen. Also das ist quasi so diese Phase hier gewesen, minus 16 Kilogramm. Und ihr Wohlfühlgewicht von 66 Kilogramm hat sie dann hier erreicht. Jetzt hat sie es eben auch entsprechend leicht, ihr Gewicht danach zu halten. Und das sehen wir jetzt hier in der Haltephase schon seit rund 2 Monaten bei Stefanie. Deshalb haben wir bei uns im Coaching extra eine Haltephase, um dich da auch ganz gezielt darauf vorzubereiten, damit du danach eben keine Schwierigkeiten hast, ja, dein Gewicht auch zu halten, was du dir in diesen ganzen Monaten davor nämlich wirklich fleißig erarbeitet hast. Das wäre schade drum. Und gerade bei einer sehr schnellen Gewichtsabnahme hast du auch genau diese Herausforderungen. Während der Abnehmphase, da musst du dich dann eben stark einschränken. Wenn wir jetzt mal gerade an diese ganzen Diäten denken, ja, viel verzichten, du musst kämpfen. Angenommen, du erreichst auf diese Weise sogar dein Wohlfühlgewicht. Nur was kommt dann? Dann kommt für dich ein extrem harter Bruch. Ja? Und das will ich dir auch mal gerne kurz zeigen. Und dieser Bruch, ja, das ist eigentlich so ganz wichtig, ist immer dieser Übergang von der Abnehmphase in die Haltephase. Und das ist natürlich bei Diäten ein ganz harter Bruch. Ja? Und so eine extreme Ernährung, die kannst du nämlich hier nicht auf Dauer weiter umsetzen. Ja, das wäre übrigens auch sehr, sehr ungesund. Und genau daran scheitern die meisten, von diesem einen Extrem hier ins andere dann eben zu wechseln. Das ist ja auch nicht verwunderlich, denn du hast ja nie gelernt, wie eine ausgewogene Ernährung aussieht, mit der du auch mal entspannt später dein Gewicht auch schön halten kannst. Und wo du einfach lernst, welche Mengen sind richtig für mich, was soll ich bei der Zusammenstellung beachten. Deswegen, bei uns im Coaching bereiten wir unsere Teilnehmer quasi schon während der Abnehmphase auf die spätere Haltephase vor. Wir gestalten den Übergang nämlich fließend, sodass sich strukturell für dich nichts ändert. Wenn auch du gerne abnehmen möchtest und schon zig Diäten oder Abnehmversuche hinter dir hast, vielleicht hast du damit auch abgenommen, ja, kurzfristig, aber du hast es eben nie geschafft, dein Gewicht danach auch hier schön langfristig zu halten. Dann komm gerne in unser kostenloses Strategiegespräch und klick einfach auf den Link hier oben. Und dort schauen wir uns nämlich deine Situation gemeinsam an, damit du siehst, wie dieser Weg Schritt für Schritt, ja, auch für dich aussehen kann. Also einfach hier oben draufklicken und dann kurz das Formular ausfüllen. Ja, und einfach, ich bin wieder fitter. Also kann, wie gesagt, jetzt 4 Stockwerke wieder hochlaufen, ohne zu schnaufen. Und das mache ich gern, das mache ich einfach. Und es strengt mich wirklich nicht mehr an.